Wie gesagt, ich kenne das Ganze nicht von den ganzen deutschen Web, schöne Sache, nee. Und deswegen, ja, sollte man sowas immer mit Vorsicht genießen. Und ja, gut leben heißt im Endeffekt, das ist ein gut leben. Kommen wir mal dazu. Mit 1000 Euro kann man überleben. Und gut leben ist dann dementsprechend das Doppelte bzw. das Dreifache. Also lasst mal jeden von denen vielleicht 3000 Euro im Monat verdienen. Dann lebt man damit gut, sind, ist aber immer noch weit vom YouTube-Millionär weg, ja. Was ja dementsprechend viele denken. Und das wäre etwas anderes, wenn man 10.000 im Monat damit verdienen würde, dann wäre das, ja, Leben. Und ja, aber vielleicht nochmal so auf das allgemeine Thema zurückgekommen. Seitdem es dann diesen App-Blogger gab, fing das ganze Problem dann ja mit YouTube und so weiter und so fort an, dass die Werbung geblockt worden ist und so weiter und so fort. MyVideo hat da jetzt so eine schönes Tool eingebaut. Das sieht man bei, wenn man, das hab ich schon das letzte Mal gesehen. Stimme beim Let's Play Together von Gronkh und Salazar. Ey! Das darf doch nicht wahr sein! Da dringelt sich die Sau durch! Und jetzt in den Schwan, oder was? Oh. Klar, jetzt hängt da der blöde Affe, du. Ja, ich glaube, bei irgendeinem Livestream, da habe ich vorher die Meldung bekommen, du hast deinen App-Blogger an. Du willst nicht von Werbung genervt werden. Das ist dein gutes Recht. Aber rate mal, durch was das Ganze finanziert worden ist. Auf jeden Fall ein freundlicher und schöner Hinweis, hab das Ding da logischerweise ausgemacht. Weil ich war mir sowieso neu mit bei Livestreams Werbung geschaltet wird. Aber gut, ja, gibt's bei Switch ja dementsprechend. Guten Tag. Warum sollte es das Ganze dann nicht auf mein Video geben? Wusste ich nicht. Wie gesagt, aber teil durch solche freundlichen Bemerkungen wird man dann bitte darauf aufgefordert, den App-Blogger auszuschalten. Nachdem die Meldung dann weg war, kam der Livestream auch. Also man verhindert es dann nicht komplett, aber dieses komplette Verhindern, das gibt es wiederum auch. Und zwar wurde das zur Anfangszeit, wo der App-Blogger dann erfunden wurde, auf diversen Wordseiten. Wer mit Words nicht anfangen kann, das ist dieses illegale Herunterladen über viele Hoster wie Uploaded, Share Online und so weiter und so fort. Da wurde dann ein Tool speziell für die Wordseiten entwickelt, was natürlich auch ganz normale Webseiten nutzen konnten, wurde aber größtenteils über Wordseiten nur angewandt. Bitte schön, gute Frau. Und da stand dann da You Have Adblocker, beziehungsweise man wollte auf die Seite connecten. Und da wurde dann einfach gesagt, du hast Adblocker an, entweder und tja, verpiss dich so mal auf Deutsch, wenn man das mal so sagen darf. Da wurde man einfach auf die Seite nicht gelassen. Oder es wurde irgendwas ausgeblendet, Download-Links etc. Und dann konnte man nicht sehen, und somit musste man den Adblocker anmachen. Aber halt dieses Tool, das App-Blogger komplett geblockt hat, ist bis heute auch noch aktiv. Wurde dementsprechend auch immer weiter entwickelt. Weil App-Blogger sich ja immer neue Dinge einfallen lassen hat, mit zum Beispiel Layer-Werbung, die irgendwelche Zeiten gar nicht passieren konnte. Das hat dann ja alles geblockt. Und ja, dieses Tool hat bis heute noch sehr viel Anklang und ich kann es auch irgendwo verstehen. Ich meine jetzt nicht in den Wortsbereich. Ja, diese illegalen Seiten verdienen sich ihr Geld mit Werbung. Wie sollte es bei illegalen Inhalten auch anders sein? Obwohl, der Graubereich wird es eher treffen, wenn wir mal ehrlich sind. Und ja, da so YouTube, das YouTube im Endeffekt nicht so angewandt hat, bin ich mir im Endeffekt gerade noch, ich sag schon wieder viel zu viel im Endeffekt, bin ich mir allgemein auch nicht so schleierhaft. Ich meine, gut, da würde man. Sie haben einen Unfall gebaut, gar nicht wahr. Da würde man eventuell die Leute nicht gerade begeistern stimmen. Ist ja irgendwo klar. Ich stelle noch mal kurz hier die Uhrzeit hoch. In der Hoffnung, dass mal hier irgendeiner kommt. Aber irgendwie ist die Linie hier komplett tot. Ne, hier will keiner kommen. Hier drüben steht eine, aber ansonsten auch nicht, na egal. Ja, wie gesagt, so oder so, macht man sich damit keine Freude, aber es
wäre eventuell dann noch so eine bessere Art gewesen, wie jetzt dieses Pay-TV-Konzept. Ich meine, wie gesagt, sie haben es angekündigt, beziehungsweise ich nenne es schon mal angedroht, wenn sie es machen. Was halt auch auf den App-Blocker mit zurückzuführen ist. Was auch so mehr oder weniger indirekt bestätigt worden ist. Man hält sich da ja immer so zurück. Obwohl ich sagen muss, einfach mal Ehrlichkeit sagen. Und gut ist, wenn es so ist, dann ist es so. Aber selbst mit so einer freundlichen Meldung auf YouTube, wie du hast einen App-Blocker an und überlegst dir mal bla bla bla, wäre das eventuell sogar, selbst bei den Jüngeren, besser angekommen, wie jetzt entweder dann später, wenn es das mal mit diesen Pay-TVs geben wird. Also wie kann man das eigentlich anders nennen? Pay-TV, Pay-Channels kommen wird. Dann wäre das so vielleicht besser gewesen, erstmal mit dieser freundlichen Warnung. Oder dann halt als radikale Methode im Endeffekt. Ich war vernünftig, mein Freund. Als radikale Methode im Endeffekt. Bitteschön. Hallo. Dann halt genauso wie dieses Tool Anti-Airblock. Einzuführen und da halt vorher zu sagen, dieses Video startet nicht, solange du den App-Blocker anhast. RTL Now hatte das eine ganze Zeit. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob die das rausgenommen haben. Oder ab der App-Blocker schon wieder so weit fortgeschritten war, mit der das dann selber ausgeklungen hat. Auf jeden Fall war das dann bei RTL Now so, du hast einen App-Blocker an, du darfst diese Serie, diesen Stream nicht schauen. Und so wäre die Methode, würde ich mir die Methode auf YouTube dann doch eher wünschen. Klar wird es dann irgendwo auch zu Verlusten kommen im Zuschauertrakt, weil es einige geben wird, die es halt beim besten Willen nicht einsehen wollen. Aber es wäre eventuell noch eine bessere und auf jeden Fall eine fairere Lösung gewesen, im Gegensatz zu solchen Pay-Channels. Aber YouTube muss wissen, beziehungsweise Google muss wissen, was es macht. Die sind die Marketing-Experten oder die Marketing-Chefleiter, die da drin sind, wissen schon, was wir machen. Und somit können wir auf der ganzen Sache gespannt sein. Im Endeffekt hört sich das jetzt alles so an für euch vielleicht. Ja, hat denn der was gegen Adblocker? Ja, habe ich ja im Endeffekt schon mal mehreren News-Videos darüber gesagt. Obwohl, ich habe euch im Endeffekt auch nur darum gebeten, falls ihr meine Videos anschauen oder falls ihr Zuschauer von mir seid, dass ihr den App-Blocker bitte auch auf YouTube deaktiviert. Nicht nur bei meinen Videos. Günther, wir reden gerade über Pay-Channels, Günther. Wolltest du mitdiskutieren? Schön, ne? Ja, auf jeden Fall habe ich euch ja auch nur darum gebeten, wenn ihr meine Videos anschaut oder Abonnent von mir seid, dass ihr den App-Blocker ebenfalls deaktiviert. Komplett auf YouTube, nicht nur bei meinen Videos, weil erstens geht das nicht. Man kann Ausnahmen hinzufügen, aber dann, wie gesagt, komplett für YouTube und nicht nur für den Channel. Soweit sind wir noch nicht. Das ist so nicht der Sinn dran. Ich meine, wenn ihr mich guckt und andere guckt, hat der andere genauso ein Recht dafür, Geld zu bekommen wie ich im Endeffekt irgendwo, ja. Und ja, mehr aber wie drum bitten kann ich auch nicht. Und ich hab's mal wieder mit der deutschen Sprache. Laut den letzten zwei Berichten von TGN nutzen also knapp 60% von euch nutzen den App-Blocker nicht. Das ist auf jeden Fall schön zu wissen und auch schön zu sehen. Und 40% nutzen diesen App-Blocker halt immer noch. Das ich brauche eine Kurzstrecke. Ja, bitteschön, kannst du bekommen. Das heißt ja nicht, dass die 40% jetzt irgendwelche Zuschauer sind, sondern das können auch halt externe Leute sein, die das halt nur nebenbei mal so gucken und halt kein aktiver Zuschauer sind. Aber es sind halt immer noch 40% und das sind von 300 bis 400.000 Aufrufen pro Monat 40%. Das können dann einfach mal so Ausfälle, ich glaube, was war es denn im Februar? War das glaube ich insgesamt 70.000 oder 80.000 Views, die halt über Blogger nicht gewertet worden sind in dem Sinne. Ist dann ja Geldverlust in dem Sinne irgendwo schon. Aber jetzt nur nicht so, dass es jetzt sagen würde, oh mein Gott, ich habe meinen Ausgang nicht mehr reingekriegt. Nee, das ist schon so. Aber diese Relation ist überall so. Es ist bei den großen YouTubern, wie es schon bestätigt worden ist, so, dass 60% halt diesen App-Block ausschalten und 40% halt den App-Blocker weiterhin aktiv haben. Und ja, das ist dann halt so eine Quote, die man eventuell auch nicht wegkriegen wird. Ich kann wie gesagt immer nur an euch appellieren oder an euch dementsprechend bitten, dass ihr ihn ausschalten tut auf komplett YouTube und die YouTuber damit unterstützt. Selbst wenn die YouTuber, die nicht davon leben und halt sich nur ein kleines Taschengeld nebenbei verdienen, sollte man trotz all dem immer beachten, dass dieses
kleine Taschengeld nebenbei irgendwo immer sinnvoll investiert wird in Equipment oder in irgendwelchen sonstigen Anschaffungen. Man kann jetzt nicht sagen, oder man sollte allgemein bedenken, zu dem Thema kommen wir später, wie man auf YouTube anfängt, quatsche ich einfach mal mit euch drüber. YouTube selbst, Let's Play selbst, ist auch eine Geldsache. Man muss Geld investieren. Das vergessen anscheinend viele, dass man auch Geld investieren muss und nicht nur auf Geld hoffen muss. Aber wie gesagt, das bekommen wir bei der nächsten Runde. Eine Tageskarte bitte. Ich kann euch jetzt noch nicht mal sagen, ob ich hier überhaupt einen Zwitterlauf rausmache. Das werdet ihr dann freundlicherweise sehen. Das kommt ganz drauf an, wie ich das da beim Rendern handhabe. Ja. Es ist wirklich so ein Kanal, wenn man ihn jetzt nicht nur so hobbymäßig 0815 betreiben will, sondern wenn da schon ein bisschen was Ernstes draus werden soll, muss man auch Geld investieren. Das geht los von Equipment-Anschaffung, von über ordentlichen Headsets, wie ich es jetzt habe hier, das Logitech G35, habe ich mir dementsprechend auch dank eurer Hilfe mir finanzieren können. Gut, im Arsch gebissen habe ich mich so oder so, ich meine, ich habe 130 Euro dafür ausgegeben und 2 Wochen später hat Amazon gesagt, ey, 30% weniger, jetzt kostet es nur noch 90 Euro. Falls ich es mir wieder kaufen müsste, wäre es dann dementsprechend billiger. Aber damit habe ich ein ordentliches Headset und habe eine bessere Tonqualität wie mit diesem billigen Ding für 20 Euro. Dann habe ich ein Render-Programm hier, dieses, weil immer wieder gefragt worden ist, das ist das Power Director Cut Pro, warte mal, Cyberlink Power Director 11 Ultra. Das gibt es in mehreren Versionen, als Basic, als Ultimate und halt als Ultra. Ich habe mir damals gleich die Ultra-Version gekauft. 64 Bit für Windows 7. Und das Programm kam hoch. Die Klube war im Angebot zur Weihnachtszeit von Klube 100 und ein paar zerquetschten runtergesetzt auf 80. Und da habe ich mir das Renderprogramm gleich noch geholt. Die 10, hallo, die ich vorher hatte, also sprich das Vorgängermodell, habe ich damals geschenkt bekommen. Glücklicherweise, was ich es geschenkt bekommen, also hab's mir zum Geburtstag gewünscht. Ja, es war so geil. Na, mein Sohnemann, was wünschen wir? Ein Renderprogramm-Modi. Musst du nicht wissen, was das ist? Einfach Geld geben. So in der Richtung. Ja, das war schon lustig. Und ja, das 11er, sprich die neuere Version, habe ich mir dann selbst gekauft. Das rendert schneller, das nutzt die ganzen Kerne und den ganzen anderen Scheiße, wenn das halt schneller zu rendern geht. Und hat halt mehrere Effekteinstellungen mit drin. Dann das Aufnahmeprogramm, wo ich auch mal auf das gefragt werde, Fraps, das kostet mit der neuesten Version aktuell 3,5, also V3.5 kostet das insgesamt, ich glaube, 29,99 oder 29,99 Dollar. Das muss irgendwo auch bezahlt werden. Selbst dieses andere Aufnahmeprogramm. Von den Chinesen oder Japanern oder wo das immer herkommt, das kostet eine Tageskarte 3600 Yen. Ja. Oder Yang, je nachdem. Ying und Yang, Yong, Yang. Keine Ahnung, wie das Geld bei denen da drüben ist. Das sind irgendwas um die 34 Euro. Es ist alles nicht billig irgendwo. Und die Hauptausgaben liegen auf den Spielen. Das mag nicht jeder Club, aber im Endeffekt sind originale Spiele immer noch besser als irgendwelche gecrackten Spiele. Das sollte man, wenn es geht, nicht vergessen.